Moin Moin und hallo zu Teil 11 von Beyond Two Souls. Dennis Richtarski, dieses miese Schwein, hat mich schon allein gelassen. Aber er ist entschuldigt, er kann nicht und ich kann ihm nicht mal den Kopf abreißen, weil er triftige Gründe hat. Und deswegen bin ich jetzt wieder alleine hier, aber ich bin ja nicht ganz allein, denn ich habe ja Aiden bei mir. So, zurück ins Spiel. Es ist eine Weile her, dass Dennis und ich zuletzt gespielt haben. Da ist einiges leider dazwischen gekommen, so dass ich mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden muss. Aber wir sind hier immer noch im Hause der Navajo-Familie. In der Nacht gab es fiesen Terror von irgendwelchen Geistern, die auf jeden Fall dermaßen an der Klatsche haben, dass sie einfach so rumspuken. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Wer ist das denn hier eigentlich auf dem Bild? Ja, und ich glaube, wir haben hier alles gemacht und gehen deswegen jetzt mal raus. Wir können entweder da durch diese Vordertür, ich nehme an, das da ist die Vordertür, oder wir können... Nee, nicht... Nein. Zurück. Können durch die andere Tür. Und zwar... Warte mal. Da ist eine. Ach, wir machen hier. Nein, hat nichts zu melden. So. Ja. Na, überlegst du es dir nochmal anders? I'm gonna hit the road. Es sei denn, du hältst mich auf. Thank you. There's a lot of work to be done on the farm. Maybe you'd like to stay on for a few days. Lend a helping hand. Couldn't pay you anything, but you have a roof, food on the table. What do you think? Yeah. Yeah. Yeah, why not? You find some more clothes in Corey's room. See you outside. Wow, alter Schwede. Ready for work? I'm ready when you are. The sheep need water. Think you can handle that? Sure. So, dann holen wir jetzt hier mal ein bisschen Wasser. Aber ich meine, das eine Schaf braucht ja definitiv kein Wasser mehr. Und nochmal. So. Ja. Da sind sie schon und haben Durst. Die sind aber ganz verängstigt von letzter Nacht. Die armen Viecher. Und da komme ich jetzt mit Wasser. Das freut mich ganz bestimmt. So, you're gonna stay well? It looks that way. Great. I mean, it's good to have some help. What? Thanks, Judy. No problem. Can you get some hay from the barn? Also, jetzt werd mal nicht unverschämt, ne? Das war ja, ich dachte jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag jetzt hier in der Hitze schuften muss. Auf dem Schoß setzen. Oh, hi. Sieht traurig aus. My name is Jody and I'm gonna stay here for a little bit and help out. I hope that you don't mind. This is beautiful. Did you make this yourself? Ja, jetzt aber eilig zum, beziehungsweise mal eben ganz kurz gucken, ob der Aiden mit ihr kommuniziert. Aber das ist bestimmt voll spirituell oder so. Das können die bestimmt wahrnehmen. Okay, dann auf in die Scheune, wenn der Hund mich da durchlassen würde. Ja. Und ein bisschen Stroh holen, bevor unser Gastgeber ungeduldig wird und sich das nochmal überlegt. Was ist das hier? Schreibtisch? Ih, und was hängt da oben für ein Galgen denn?
mal ein bisschen rumwühlen, bevor ich arbeiten gehe. Mhm. Ha, das ist doch der Typ, der uns in der letzten Folge erschienen ist. Da ist er. Crazy shit. Was ist da passiert? Aber wenn die den auf dem Foto haben, dann hat er bestimmt irgendwie was mit der Familie zu tun. Und das heute. Jetzt muss Aiden wieder die ganze Arbeit machen. Ich dreh durch. Take it easy, Aiden. Just one bale, not the whole goddamn haystack. Jetzt beschwert sie sich. So, kriegst du das jetzt alleine hin oder? Ja. Nein, du brauchst keine Hilfe. Die Herren gucken sich das ganz entspannt an. Hey Jody! Lunch? Okay, let me just finish this first. Yep. Keiner der Gentlemen packt hier mit an. Ja, das ist ein Land, in der Gleichberechtigung Wirklichkeit geworden ist. Der Impuls, einer schwachen Dame zu helfen, der existiert hier nicht. Put it down anywhere. Thanks, Jody. It's lunchtime. Go and join the boys if you're hungry. You coming? Later. I still have work to do. Okay. Later then. Essen wir jetzt das Schaf, was da halb zerfetzt rumlag vor ihm, oder? Macht das da immer noch eigentlich? Nee, ne? Naja, dann setzen wir uns mal hin. In ihn sind wir hier ja ein bisschen verliebt, deswegen setzen wir uns mal neben ihn. Have a seat. Thanks. Oder auch nicht. Tolle Ranch. There's a lot of work to do on the ranch. Yeah. Jay takes care of the horses. I watch the churros, and my father does just about everything else. Was ist denn hier schon Sommer sein? Is it true that your grandmother hasn't spoken in years? Yeah. My father said she hasn't said a word since my great-grandmother died. That's gotta be 30 years. You know, when I opened the door last night, I saw something. Pretty sure someone was outside. I don't know what you're talking about. It's probably a dream. Ja, dann zurück zu den Schafen. I saw the dead sheep. What happened to them? Storm. They wander out of the pen and choke to death on the sand. Do you always ask so many questions? When I don't understand something, yeah. Yeah? How about if I started asking you questions? Where you come from? What you're doing here? You probably wouldn't like it, huh? So keep your secrets to yourself. And don't ask any more questions. Excuse me. I got work to do. Don't mind him, Jody. He's okay when you get to know him. I'll bet. Well, I guess I better get back to it or Paul will get mad. See you later. Well done, Jody. Ja,
Dann machen wir uns mal weiter nützlich hier oder wir legen uns ein bisschen in die faule Haut. Ist ja auch Nachmittag, ist ja heiß. Zeit für Siesta. Kann ich helfen? Hey, anything else need doing, Paul? No, but maybe the boys could use some help. Okay, I'll check. Gut, dann fragen wir doch mal die freundlichen Jungs, die ebenso liebenswürdig waren. Der Mann, in dem wir heimlich verliebt sind, der uns das durch Abneigung auch bestätigt, dass er auch verliebt ist. Dann macht man das. Wir fragen wir zuerst. Let's see what Jay's doing. Whoa, Steve. Whoa. Oh, klingt wie ein falscher Aiden. Aiden. Proud and stubborn. Never wants to go in with the others. Do you mind if I try? You worked with horses before? No. Go right ahead. His name's Ashki. Ashki? Wieso heißt er denn Ashki? Weil er unsympath ist oder was? Wir haben ihn wahrscheinlich so oft Arsch genannt, dass sie irgendwann gesagt haben, kann er auch. Hey there, Ashki. Don't be afraid, I'm just gonna come over there, okay? Ja, macht sie das jetzt oder lasse ich das einen machen? Erstmal macht er das. Und er hat so einen easy. Easy boy. Das klingt wie ein Fall für Eid. Ich probiere es noch einmal. Langsam. Hallo. See, Ashki? It's not so bad, is it? Admit it. You kind of like me, huh? Hey, Aiden. Ever dreamed of riding a horse? Ja, dann wir mal ein Horse zu reiten. Take him to the enclosure. Koppel. Ist die Koppel denn da durch oder was? Oh, er war schon ein bisschen zickig, ist er noch. Ja. How'd you do that? We all have our secrets, right? Maybe I misjudged you. You want to take a shower? It's behind the barn. Ladies first. It's fine by me. Ja, dann gehen wir mal duschen. Da ist der Aiden ja auch immer dabei. Das dürfte dann hier am Wassertank sein. Ja, raus aus den sandigen Klamotten. Wir hatten ja schon seit Wochen keine Dusche mehr. Ja. Das tut gut. Was passiert jetzt? Geschundene Körper. Ach, du perverser Typ, ey. Was steht da? Crown? And then the guy left running. And you know what? He was never seen again. Ja, erzähl die Geschichte, komm. It's time to
do we have to lock up the house? Just go to your room, Jody. And don't come out, no matter what happens. You remember the sheep last night? I don't want anything to happen to you. Hartnäckig. God, for God's sakes, Paul. What's going on here? Jetzt sag's doch endlich. Just go to your room. There's nothing you can do. Das weißt du doch gar nicht. Nur weil ich eine Frau bin, oder was? Ja. Dann... geh ich raus. Er hat ja gesagt, ich soll nicht, aber... Selber schuld, wenn der Herr uns nichts sagt. Dann gucken wir eben nach. Wir sind eine trainierte CIA-Agentin mit einer, mit einem Geist als Kumpel. Ich glaube, wir sind ziemlich unsichtbar. Außerdem sieht der Sturm noch ganz schick aus. Okay, da hinten in der Scheune, da haben wir das Foto gefunden. Vielleicht ist da irgendwas. Aber ich will ja auch gerne den Tieren helfen. Wir gehen mal in die Scheune. Guck. Und er ist uns ja da auch erschienen, hier in der Dusche. Vielleicht finden wir ihn hier wieder. Okay, die Ahnen kämpfen gegen den Geist. Oh, alter Schwede! Was war das? Mieses Brett. Lauf weiter, lauf weiter, ey! Hallo? Au! Alter Spiel. Rainer, 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 Rainer! Einfach zu raffen. Oh! Jetzt drückt man nach unten und dann kommt es von der Seite und dann drückt man nach links. Jetzt drückt. Ja, jetzt kann ich zwei drücken. Und jetzt, 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 jetzt können wir hier raus. Nach vorne. Ja, das wollte ich so. Mann! Steh auf jetzt! Ey, das ist so ein Witz. Das ist nicht so einfach, wie es gerade für euch bei aussieht. Ich kann Aiden nicht aktivieren jetzt.
you to stay in your room. You could have been killed. What's happening here? What was that thing? You should have listened to me. Stayed in your room. You have to tell me the truth. You have to tell me the truth now. It's Yaitzo. He wants blood. That's all he's interested in. We can't do anything about it. You can't fight a spirit. Spirits don't live in this world. If he's here, there's a reason. Genau. Denn wer würde sich damit besser auskennen als sie? You remember Ashley? We're friends, right? I'm just gonna put my foot in the stirrup and climb up, okay? So. Dann nochmal ausreiten. I need to figure out how to go forward. Vielleicht einfach so. Hey, what do you think, Ashki? We're doing pretty good, huh? That horse is gonna have to tell me your secret. Listen, I'm headed over to the pasture to tend the churros. You wanna come? Yep. Sure. Let's go. Yeah! Komm. Los. Ja, das hat so ein bisschen Red Dead Redemption Feeling. Das Gefühl von Freiheit. Das war ich der Marlboro-Mann entgegengeritten. Dann bin ich wirklich bei Red Dead. Mir geht's auch gut. Keiner verletzt. Ach komm, jetzt setze ich mich zu dir. Ah, siehst du? Da bahnt sich was an. Auf der Schafsweide. Okay, I know you don't want to talk about it. Ist das passiert? But I really need to know what happened last night. Existenzgeister oft. And the ghost that's around the house. I mean, do you know who they are? My father says 5 spirit guardians have always protected our tribe. They come at night to prevent Yotso from killing us. I don't know if it's true. But Yotso has never managed to get into our house. Your father knew the spirit. It's not the first time he's come, right? Yaitzo has always been here. It comes at night and steals souls. The old ones used to say, it's a curse. The price our tribe had to pay for living on these lands. My turn to ask you some questions. What are you really doing out here in the middle of the desert? It feels like you're running away from something. Ja, ich bleib bei der Wahrheit. I guess I'm just trying to forget. You know, make a new start. Maybe I'm just running away from myself. You're like us. You also have your dark secret, don't you, Jody? Yep. I have to tell you something. Jay! Jay! Okay, declare.
Oh, is that? The bad boy, Shuck. Ah, she in the dish. Was hat er gesagt? That was Paul. There's no water at the ranch. Something must be up with the well. I'm gonna have a look on my way back. I can go take a look if you want. Don't know if you'll be able to do much. I'll do what I can. Where's the well? It's over there. It's got a windmill. Shouldn't be hard to find. Okay. I'll see you back at the ranch. Okay. See you later. Ja, der Klassiker, ne? Da wollten wir ihm das gerade sagen und dann kam das Funkgerät dazwischen. Wer weiß, wozu das gut ist. Wir haben es zumindest probiert. Wir haben es keinen anderen vorgenommen. So, ab zur Mühle! Ey, mach mal Gas jetzt hier. Oh. Komm, drück doch Gas, ja. Scheint sich irgendwie ganz lustig. Das Pferd ist ja immer. Was ist hier passiert? Warum ist der Brunnen nicht mehr aktiv? Ah, ein Dornbusch. Das macht einen, aber eben. Das müssen wir nicht machen. Komm. Dafür ist er doch da. Oh. Good work, Aiden. The pump's running again. Cool. Dann, gibt's hier noch irgendwas zu tun? Nö, ne? Da bin ich auch auf dem Gaul. Oder wir gehen da hinten hin, wo uns gerade dieser Typ hinlotst. Der scheint ja in Ordnung zu sein, wenn der den Stamm beschützt. Ist das hier eine alte Schwitzhöhle? Oder ist das vom Luke Skywalker-Dreh noch übrig? Hier überall diese komischen Pinatas. Die kennen wir doch. Was ist das? Auf Ochsenhaut geschriebene Geschichte. Aiden kann ich jetzt hier leider nicht zu Rate ziehen. Das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Hallo? Ja, meine Bewegung ist jetzt ziemlich eingeschränkt. Los, komm! Und hier ist auch nichts mehr. Naja. Gerade eben nicht. Ah! Okay. Mega, der bestimmt wieder. Der darf nicht rein. Crown. Okay, also da hinten in diese Schlucht hinein. Das war schon krass. Da hat das ganze Ding drauf gebrannt. Was ist da passiert? Richtig so eine Trägheit. Man muss dem Gaul schön erst die Sporen geben, bis er so langsam anfängt zu laufen. Das steuert sich jetzt nicht so direkt in so ein Auto. So ein Pferd. So, was ist jetzt hier?
Malereien an der Wand vielleicht. Ja, ich reite jetzt einfach mal hier diesen Weg entlang. Das ist ja das Einzige, was ich habe. Fort Crown? Fort Crown. Why have I been brought here? Hier sind die weißen Schurken hergekommen, die das Dorf angezündet haben. Da habe ich es auch gerade blitzen sehen in der Sonne. Was war denn das? Da ist ein Brunnen. Can you see anything, Aiden? Da ist ein Brunnen. Nö. Hier, da ist schon mal nichts. Explizit nachfragt. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Was ist das hier für eine Mauer? Wo führt die uns hin? Irgendwo. Einfach so ein altes Fort hier. Hm. Okay, komm, hier muss da irgendwas mit... Ach, da blitzt es. So. Da ist schon mal das eine. Zeit für ein bisschen erinnern. What an entity. Okay. The soldiers in the fort. Und dann haben sie die Indianer angegriffen. Could it be Yezo? Weil sie dachten, es wären die Indianer gewesen. So ist es doch gewesen. Der hat den Indianern die Schuld in die Schuhe geschoben. Daraufhin haben die das Dorf angezündet. Oder sie haben erst das Dorf angezündet. Und dann wurde die Rache ausgeübt. Ja. Come on! Show yourself, Armin! Okay, den Heini, den kannten wir doch noch. I have to find him. Der geteilte Baum. Okay, den Heini kannten wir doch noch aus unserem Kampf da. In dieser Forschungsstation. Das war doch der gleiche Bösewicht. Oder nicht? Nun, wir müssen den geteilten Baum finden. Ich denke, das ist eine Mission fürs nächste Mal. Hier machen wir Pause an dieser Stelle. Ich finde diesen Abschnitt total spannend. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Fand ich irgendwie, hat Spaß gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte dahinter ist und wo dieser Baum ist. Das interessiert mich auch. Aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich befürchte, Dennis Richtarski wird mich auch das nächste Mal allein lassen. Dieser Schuft. Aber ihr seid ja da. Das ist die Hauptsache. Tschüss.